Hallo miteinander, herzlich willkommen zum 8. Video von Whiskynotes CS. Heute Schweizerdeutsch. Wieso? Limitierte Abfüllung von der Whiskyhut Zürich von meinem guten Kollegen und Whiskyfreund Roger Vollenweider. Heute natürlich mit dem dementsprechenden Gläsli, wie es muss sein. Es ist ein Tobermory, 20 Jahre. Mit 56,8% limitierte Jahresabfüllung. Wie jedes Jahr von der Whiskyhut wird die auf Endjahr rausgegeben. Ist Flasche 11 von 30. Grundsätzlich sind das Riekers-Abfüllungen aus dem Bourbon-Fässchen und nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt. Viel Spass damit! So, heute geht es um, wie bereits erwähnt, um einen Tobermory, 20-jährig. Tobermory, eine Brennerei auf der Isle of Mull. Viele kennen die. Tobermory 15, kleines Sherry-Bömbeli. Tobermory 10, dann machen sie die Rauchungsserie mit dem Lidjack. Der Name Lidjack, das ist schon so eine Geschichte, das sagt jeder ein bisschen anders. Wir haben dort diskutiert, wo wir in der Distillerie waren. Mit dem Guide und der hat uns ganz klar gesagt, er käme von dort und es heisse Lidjack. Heute geht es aber nicht um Lidjack, sondern um den Tobermory. Und zwar von der Whiskyhut. Die Abfüllung von 2016. Ein sehr schöner, fruchtiger, alter Tobermory, wo ich finde, ist einer der besten Whiskyhut-Abfüllungen, die ich kenne. Schenken wir schnell ein bisschen ein. Und nicht lange um den heißen Brei herumschnorren. Single Cask Abfüllung von Riekers. Riekers Selection kennt auch viele, die den Roger kennen. Er ist dort so quasi ein der Vertreter in der Schweiz von der Riekers Selection. Ist auch in jedem Stand mit diesen Flaschen vor Ort. Und finde ich eine gelungene Sache. Sind 0,5er Flaschen. Und wie solche kleinen Perlen, wenn man hier zuschlagen kann, ist das immer schön. Strohgelb, so richtig dunkel, ist die Farbe. Wo wir die das erste Mal probiert haben, das war ein Abend beim Whisky-Tasting, wo man dann auch in kleiner Runde zusammengehockt ist und den gerade aufgemacht hat. Das war übrigens meine Flasche, wo wir auch gleich probiert haben und miteinander ein bisschen gewährweißelt und fachgesimpelt haben, wie der Whisky schmeckt und wie er ist. Und es ist eigentlich bei allen gleich gut angekommen. Wirklich genialer Whisky mit einer sehr schönen Nase vor allem. Verspricht sehr viel, kann aber auch praktisch alles halten, was er in der Nase verspricht. Ja, bei mir kommt als allererstes Aprikosenschlee. Gumpfi, so in dem Stil, wie der Berlinerinnen. In Sinn. Schöne Zitrusfrüchte. Aber auch ein bisschen Malz, ein bisschen toastetes Brot, so ein bisschen Nüsse etc. Es ist wirklich vielschichtig. Es ist übrigens pur, ohne Wasser. Mit Dunkels, den kannst du wirklich gut ohne Wasser trinken. Braucht effektiv nicht wirklich Wasserzugabe. Wenn man scharf ist, dann kann man natürlich trotzdem mit Wasser ein bisschen experimentieren. Er geht auch ein bisschen in eine andere Richtung, dann, aber ich habe ihn lieber so. Darum probieren wir ihn ohne Wasser. Er hat recht Pfiff, nicht nur vom Alkohol her. Hat auch eine schöne Würze, schönen Antritt, ein bisschen pfeffrig. Da kommt jetzt mehr wieder ein bisschen Honig führen, von der Süße her gesehen. Ein bisschen Honig, dann hat er da die, so eine spezielle muffige Note, wie im feuchten Keller. Das haben wir auch dort mal beim Tasting
oder beziehungsweise nach dem Tasting schon miteinander festgestellt gehabt. Der Eichen kommt klar führen, 20-jährig Dörfer. Dann habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, wie wenn du so einen Cognac im Glas hast. Wirklich ganz eine edle Nase. Wie ich finde, nicht mit den Tobermorris, die original rauskommen, vergleichbar gar nicht. Auch da wieder nach dem ersten Schluck spürst du in der Nase einfach ganz, ganz andere Aromen wieder. Es verändert halt schon. Auch das Empfinden, wenn du normal im Burka hast. Wenn ein Whisky mal ein bisschen scharf ist im Maul, vor allem da vorne, bringt es mir mal etwas, wenn du länger im Maul behaltest, vielleicht mal 5, 6, 7 Sekunden mehr als normal, dann wird das ein bisschen angenehmer fürs Maul. Das ist bei dem exakt das gleiche. Den Abgang habe ich bei meinen ersten Notes, die ich über den geschrieben habe, vor ein paar Jahren, mittellang gesagt. Das ist mittlerweile nicht mehr richtig, ich sage schon eher lang im Abgang. Ganz feine Bitterkeit bleibt zurück. Wird aber wieder ein bisschen abgelöst von der Süße dann nachher. Speichelfluss. Ja, trocknet nicht aus. Gerne nicht, das Maul bleibt relativ feucht. Aber wenn man schon länger geschluckt hat, Whisky bleibt doch wirklich sehr lang im Maul. Ja, da hat Roger ein gutes Händchen gezeigt bei der Fasswahl. Das ist wirklich einer von der geilsten bis jetzt. Richtig geiler Scheiß, würde er wieder dazu sagen. Ja, jetzt kommen auch ein bisschen Kräuter führen, so ein bisschen Heidekraut. Äpfelbieren werden klarer, Zitrusfrüchte ein bisschen, ja, ein bisschen Orange vielleicht. So der tränkte Kuchenboden, so das, die Malzigkeit geht so jetzt ein bisschen in die Richtung, so ein bisschen Kuchenboden tränkt mit ein bisschen Likör oder so, oder mit einem klaren Schnäpschen. Ah, wirklich, wirklich sehr gute Nase. Könnte man stundenlang den Zinken reinheben. Vielleicht noch ein Spürli Mango. Spürli Mango im Maul, der durchkommt, nebst den ganzen Früchten und der Fracht Honig, Holz. Ein bisschen kräuterig wieder. Was mit dem Kuchenboden, das bleibt mehr in der Nase. Im Maul ist das nicht so vorhanden. Der Abgang jetzt wieder schön lang, wärmend. Super Sache. Wer den Roger Vollenweider nicht kennt, soll im Internet mal Whisky Hut eingeben. Zürich. Dann wird er schnell sehen, dass dort einiges läuft. Er hat 3 bis sicher 4 Tastings pro Jahr, die er macht. Ist an verschiedenen Ständen tätig mit der Whisky Hut und seinen Flaschen. Und es ist immer eine Bereicherung, wenn man ihn kennenlernt oder ihn wieder trifft auf so Messen. Man kann sehr viel fachsimpel, man kann sehr viel reden, er hat sehr viele Geschichten, die man kann erzählen kann. Zu den Flaschen, zu sich, zu der Whisky Hut. Immer ein riesen Vergnügen. Zum Whisky selber gibt es von mir an Seite nichts mehr zu sagen. Wenn ihr einen Kollegen, der die auch hat, fragt ihn mal, ob ihr den könnt haben, probieren, vielleicht das Sample. Ich kann es noch empfehlen. Absolut tolle Flasche, tolle Auswahl. Ja, mal schauen, wie lange das erhebt. Das war es wieder vom 8. Video von Whisky Notes CS. Wenn ihr beim 9. wieder dabei seid und es nicht verpassen wollt, könnt ihr unten den Kanal abonnieren. Vielleicht das gefällt mir, hinterlassen einen Kommentar, würde mich freuen. Und ansonsten schöne Zeit, schönen Abend, schöne Woche. Bis nächstes Mal.